Hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei L17 auf unserem Forsthof, wie ihr seht. Und hier geht es heute weiter. Es heißt heute mal, damit wir ein bisschen Abwechslung reinbekommen, werden wir heute mal ein bisschen Hackschnitzel machen. Ja, denn wir brauchen ja auch Hackschnitzel, wenn wir hier dort unten im Wasser Wege anlegen wollen. Und da dachte ich mir heute mal, wir fangen damit jetzt an. Müssen ja nicht immer alle Bäume verladen und wegbringen. Den Hackschnitzel brauchen wir auch. So. Auf jeden Fall werde ich jetzt die nächsten Tage mal zwei, drei Leute anschreiben wegen Mitspielen. Ich habe mir da jetzt nicht rausgesucht. Ich habe ja genug Nachrichten bekommen und unter dem Video standen ja auch einige, die mitmachen wollen. Das werde ich jetzt demnächst in Angriff nehmen. Dass wir vielleicht zum nächsten Aufnahmesession hier schon wird. Zwei oder drei Leuten am Arbeiten sind. Und ja, so ist jetzt auf jeden Fall erstmal der Plan für die nächste Zeit. Dann habe ich mir jetzt mal so unsere Pläne vom Baumforsthof genommen. Dasselbe habe ich auch mal mit der Sosnowka gemacht. Mit dem geerbten Hof. Und ich habe jetzt mal so ein bisschen durchgeguckt, was sagen so die Aufzahlen auf allen Videos, also nur auf den Let's Plays, nicht auf die Streams. Wie ist so Like-Dislike-Verhältnis bis jetzt so auf der Playlist, und das muss ich sagen, bin ich sehr positiv überrascht. Also bis jetzt von diesem Video haben wir hier 1448 Aufrufe. Also wie gesagt, das sind jetzt nur reine 12 Let's Plays, drei Streams haben wir drauf gemacht. Also nur von den 15 bis 30 Minuten Let's Plays. Also finde ich dafür, dass wir halt noch nicht so mega groß sind, finde ich das eigentlich gar nicht mehr so schlecht. 1448 Aufrufe sind mittlerweile schon. Aber was ich noch viel geiler finde, und das zeigt ja, dass wir einfach eine hammergeile Community sind, dass es euch auch gefällt, was wir hier machen. Wir haben 210 Däumchen bis jetzt hier auf der ganzen Playlist drauf. Also, naja, auf der gesamten nicht, also auf die Let's Plays. Und nur 3 Dislikes. Also wir haben 210 zu 3 Dislikes, was mich mega freut und auch wieder ein bisschen stolz macht, dass ihr das doch gerne guckt, auch Likes da lasst. Kommentare sind ja auch immer fleißig drunter, das freut mich auf jeden Fall. Und ja, ich habe das halt mal so geguckt. Zur Überprüfung lohnt es sich, weiterzumachen. Man muss ja auch mal gucken, ne, dass es hinterher zu langweilig wird. Aber ne, die Aufrufzahlen und die Likes haben mich echt positiv gestimmt beim Playlisten, weil ich habe, wie gesagt, auch in Sosnowka habe ich auch einmal überprüft, das spreche ich aber in der Sosnowka-Folge an. Haben wir jetzt genau gleich viele Videos drin, 15 Stück, plus halt auch in Sosnowka haben wir einen Stream nur. Und hier haben wir mittlerweile schon 3 Streams auf der Karte gemacht. Aber wie gesagt, da finde ich das echt mega. 210 Däumchen, nur zu 3 Dislikes. Also so scheiße, wie wir von, ja, bestimmten Leuten hingestellt sind, können wir ja gar nicht sein. Freut mich auf jeden Fall. Ich hoffe mal, dass wir so weitermachen. Noch dazu möchte ich mich jetzt auch nochmal hier so recht herzlich bedanken für die 1000 Abos. Also finde ich, in welcher Zeit wir das gemacht haben. Jetzt mit diesem Kanal. Also finde ich mega. Dafür bedanke ich mich nochmal recht herzlich für jeden Einzelnen, der ein Abo dagelassen hat. Das freut mich total und wir wachsen ja immer weiter. Mal schauen, wo wir irgendwann mal landen, ne? Mal gucken, was wir so nächstes Jahr Ende Mai haben. Ende Mai haben wir mit dem Kanal angefangen. Bin ich mal gespannt. Warte mal, am 26. genau. Was wir bis dahin, was wir in einem Jahr so erreichen. Freut mich auf jeden Fall. So, ja. Das wäre auf jeden Fall schon mal das. Also wie gesagt, ich bedanke mich mal recht herzlich für alle Abos, für die ganzen Leute, die hier immer fleißig einschalten, die auch fleißig kommentieren, Likes da lassen. Ich hoffe mal, ihr macht alles fleißig so weiter. Dann macht es uns ja natürlich noch mehr Spaß. Und ich denke mal, wenn wir hier mit zwei, drei Mann drauf sind, ist allgemein noch ein bisschen mehr Action, weil wie gesagt, man hat erstmal noch eins zum Quasseln. Man kann auch bestimmte Sachen sich unterhalten. Über Themen, weiß ich nicht, was. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, so Themen, was wir vielleicht mal ansprechen sollten. Das könnten wir nämlich auch in der Office of Novka-Karte machen. Da werden wir das auch mal ansprechen.
könnt ihr gerne mal unten in den Kommentaren schreiben, über was wir vielleicht mal reden sollten. Heute unter der Sosnowka-Folge stand ja auch ein Thema, worüber wir reden sollen. Das werde ich mit den Killer-Kicks heute in der Sosnowka-Folge an oder in den Sosnowka-Aufnahmen ansprechen oder darüber unterhalten. Ja, so ist hier auf jeden Fall erstmal der Schritt. Wie gesagt, ich habe mir jetzt zwei, drei Leute rausgesucht, die ich anschreiben werde. Ich hoffe mal, dass es mit denen auch klappt, dass die dann auch freitags ein bisschen Zeit haben. Dass wir hier freitags in der Regel so 4-5 Folgen aufnehmen. Auf Vorrat produzieren. Abends machen wir so eine Killer-Kill, weil der hat ja halt erstmal Abendzeit, wegen Kind und sowas. Was ja auch völlig okay ist. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht vorher immer so 3-4 Folgen aufnehmen. Aber am besten werden wir so 4-5, dann hat man immer ein bisschen was vorproduziert. Aber wir schauen mal, also ihr habt jetzt noch wirklich eine Aufnahme-Session Zeit, die gerne in den Kommentaren zu schreiben, wer mitmachen will. Vielleicht gehen wir auch mit 4 Leuten bei. Also wie gesagt, ihr habt jetzt noch diese Aufnahme-Session Zeit. Und der 2-3 Videos, denke ich mal, werden noch kommen bis zur nächsten Aufnahme-Session. Und dazu schreiben wegen mitmachen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wie gesagt, ich habe zwar jetzt schon so 2-3 rausgepiept, aber man kann es ja immer noch mal umdenken. Das ist ja nicht das Problem. Auf also Sosnowka bin ich auch gerade überlegen, aber das spreche ich heute Abend in der Folge mit Killer-Kicks mal ab, wegen ja, ich habe da so eine kleine Idee, was man machen könnte, um auch die Community auf der Karte mit einzubinden. Weil die Arbeit wird da ja auch immer mehr. Naja, wie gesagt, das sprechen wir lieber in der Sosnowka-Folge an. Werden wir heute Abend auch gleich mal drauf eingehen. Da ich die Let's Plays ja mit den Killer-Kicks zusammen mache, muss ich ja auch nach seiner Meinung danach fragen. Das heißt, muss. Ich mache es von mir aus. Gehört sich einfach so, weil wir ja halt zusammenarbeiten. Ja, so, wie sieht es jetzt auf jeden Fall aus? Wir werden jetzt gucken, dass wir hier diese Fläche komplett wegrohen jetzt die nächsten Folgen. Diese Fläche bebauen und dann werden wir die andere Straßenseite bearbeiten. Und dann werden wir die ersten Flächen für Ackerflächen anlegen und einen Hof bauen. Weiß ja nicht, wenn einer von euch die Karte spielt, schon mal gespielt hat, kann er mir gerne mal in die Kommentare so schreiben, wo ihr vielleicht einen landwirtschaftlichen Betrieb hinbauen würdet hier auf der Karte. Soll jetzt nicht gleich hier in der Nähe vom Forsthof sein, kann ruhig ein bisschen weiter weg sein. Man kann auch mit den Maschinen zu den Feldern ruhig ein bisschen fahren, das ist nicht so schlimm. Übrigens, Tage habe ich jetzt hier auf 9 Tage runtergesetzt, damit auch mal unser Gras hier wächst. Die Uhr lasse ich jetzt permanent auf 5-fach laufen. Weil wir wollen ja halt auch ein bisschen was sehen hier, ne? Die Pappeln sollen ein bisschen wachsen und das Gras soll kommen. Falls wir irgendwo nämlich noch eine Stelle nacharbeiten müssen, sehen wir das nämlich schneller. Und deswegen dachte ich mir, ich lasse die Zeit so laufen. Und dann sehen wir ja alle 3 Tage Wachstumsstufe, was sich hier so tut auf der Karte. Boah, sieht natürlich schicker aus, wenn hier nachher ein vernünftig gewachsener Rasen durchkommt und auch die Pappeln höher stehen. Nimmt auf jeden Fall langsam hier Form an die Karte. Ja, und falls sich auch jemand in den Kommentar meldet, der zum Beispiel selber YouTube macht, kann man auch darüber reden, dass ja, die Person für die Aufnahmesession oder für die Aufnahmesessions dann hier auf dem Bau- und Forstprojekt auch selber Videos mit aufnimmt. Habe ich kein Problem mit. Dass man das vielleicht aus mehreren Blickwinkeln sieht, also wer da Interesse hat, immer unterschreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen. Also wäre, glaube ich, eine gute Idee hier mit 2-3 Leuten und wenn dann vielleicht noch ein oder zwei hier Let's Plays mit aufnehmen. Ich glaube, ich würde das sehr gut ankommen und wie gesagt, das Projekt soll ja nachher noch 19er fortgeführt werden. Das habe ich ja auf jeden Fall so beschlossen. Wollen, man muss jetzt sagen, der 19er, denke ich mal, wird
Force-mäßig auf der richtig geil werden. Und da wir ja letztens wieder ein paar Factions bekommen haben, mit den geilen MN, den geilen Komatsu, Harvester, dann den zum Bäume rausschleppen. So freue ich mich mega drauf auf die Force-Abteilung im 19er. Und deswegen werden wir dieses Projekt auch schön im 19er fortsetzen. Und vor allem im 19er hat man ja sogar noch mehr Möglichkeiten, Karten selber zu gestalten. Aber das sind ja jetzt noch, ja, gute 8-9 Wochen knapp, wo die warten müssen. Ja, gute 8 Wochen noch, ne? Nicht ganz 9 Monate, ja, kommt dann knappe 8 Wochen. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wenn der 19er da ist. Auf jeden Fall werden wir das dann auch wieder so machen, dass wir Aufnahmesessions machen. Das werden wir definitiv so beibehalten. Und da macht es sich ja natürlich auch noch besser. Kriegt jeder ein Konto. Kann man ja separat arbeiten. Verschiedene Vorstöße machen. Das ist auf jeden Fall eine richtig geile Idee vom 19er bei mir. Die ich mir schon so gemacht habe, dass man vielleicht dann auf einer Karte mit mehreren Vorstöfen am Arbeiten ist. Sozusagen konkurrenzbelegtes Geschäft. Hier vielleicht mal eine Maßnahme. Ich denke mal, die Idee ist gar nicht mal so schlecht, wenn man wirklich mal so überlegt, das kommt vielleicht eine Force-Karte, ob man sagt, man macht 3 Teams. Man kann ja sagen, man ist ein großer Force-Ruf, aber man macht 3 Teams, jeder hat sein eigenes Konto. Wenn er halt verkauft, dass es auf sein Konto gut geschrieben wird. Und dann bearbeitet man die Karte und gestaltet sie um. Ich glaube, das könnte auch mega geil werden. So kann jeder seine eigenen Ideen einbringen. Dass man dann da sagt, man ist da mit 3 festen Leuten drauf und nimmt dann sozusagen pro Hof immer pro Session vielleicht einen Praktikanten rein aus der Community. Das wäre, glaube ich, auch eine mega geile Idee. Könnt ihr mir ja mal sagen, was ihr von dieser Idee halten würdet. Da würde ich da nämlich auf jeden Fall, ja, bin ich da auf jeden Fall dabei. Ich glaube, sowas könnte auch sehr spannend werden, wenn mit mehreren Leuten, weil wisst ihr, jeder macht was anderes. Aber da lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall schaffen wir jetzt sogar mehr Bäume als sonst. Faction-Zug kommt auch zusammen. Wie gesagt, das brauchen wir ja unten für das Sumpfgebiet. Da das Sumpfgebiet ja doch stellenweise unter Wasser steht. Und wir wollen ja auch ein paar über die Flüsse ein paar Brücken bauen. Gerade dann habe ich mich festgefahren. Wie gesagt, der ist ja jetzt noch am Schluss noch festgefahren. Hier haben wir jetzt hier die Schneise gleich drin, die zwei da kommen noch mit weg. Dann haben wir schon mal die erste Seite komplett fertig bearbeitet. Wir gehen auf der anderen Straßenseite dann rein. Dann haben wir die ersten Grundstücke komplett abgearbeitet. Ui, bin ich wegschmeißen da voll da rein. Ja, aber wie gesagt, so sieht auf jeden Fall jetzt so der nächste Plan aus. Das Projekt soll definitiv mit im 19er reingehen. Könnt mir gerne drunter schreiben, was ihr davon halten würdet. Und ja, wie gesagt, wer noch mitmachen will, noch ist die Chance, sich zu melden bei mir. Unter den Kommentaren, privat. Man kann mich auch über meine PS4-Community anschreiben. Über Insta, über Facebook. Oh, es ist hier alles. So, dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt hier erstmal Cut, also Schluss. Würde mich freuen, wenn ihr mir wieder Likes da lasst. Wie gesagt, haut die Kommentare voll mit Ideen und ja, was ihr davon haltet, wer mitmachen möchte, knallt die Kommentare voll. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, lasst ein Like da. Wer neu ist, kann mir gerne ein Abo da lassen. Würde mich mega freuen und wir hören uns dann im nächsten Stream oder im nächsten Let's Play. Ciao, ciao.